Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem kleinen Special aus der Reihe Tools für OBS. Das, was Sie jetzt hier im Moment sehen, ist normalerweise mein Vorschau-Screen für den Start von Livestreams. Implementiert habe ich hier eine Uhr, die automatisch durchläuft, sodass man sehen kann, wie lange man noch bis zum Livestream warten muss. Und das Zweite, was ich jetzt implementiert habe oder mit dem ich bisher schon ein wenig experimentierte, ist ein Tool namens OBS Snip, mit dem man Audioinformationen direkt abgreifen kann aus Spotify und Apple Music und das Ganze dann über diesen Intro-Loop legt. Das heißt, dass man 5 bis 6 Minuten bevor ein Livestream wirklich startet, nochmal die Möglichkeit hat, alle Implementierungen zu testen, die Chats zu testen und auch weiß, ob im Stream ein Audiosignal tatsächlich anliegt. Und dafür kann man so einen Intro-Loop wunderbar benutzen. Allerdings habe ich ein wenig Probleme damit gehabt, die Audiosignale direkt von Spotify und Apple Music sauber abzugreifen und dann hier in den Stream einzuspeisen. Mal ganz unabhängig davon, dass es natürlich urheberrechtliche Bedenken gibt, genau das zu tun. Allerdings habe ich mir jetzt eine andere Möglichkeit zurechtgelegt, die ich Ihnen ganz gerne mal zeigen möchte. Und dafür starte ich vielleicht einfach mal ganz kurz diesen Intro-Loop, damit Sie ungefähr wissen, wovon ich rede. Sie sollten jetzt gleich schon den ersten Track hören können, nämlich Cold in the Old Times von Marco Rapphorst. Ein niederländischer Musiker, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, denn ich darf drei seiner Titel, Cold in the Old Times, das Sie gerade hören, 1976 und Free Basel, verwenden für diese Intro-Loops. Und in der Beschreibung unter dem Video verlinke ich natürlich auch auf seine Ressourcen, seine Quellen und nenne ihn nochmal. Das ist das Mindeste, denn an und für sich publiziert er seine Musik unter verschiedenen CC-Lizenzen, aber eben nicht nur. Und zwei dieser drei Titel sind eben nicht unter CC-Lizenz veröffentlicht. Und im Moment macht es den Eindruck, als hätte ich hier genau das Tool OBS Snip eingesetzt mit einem Textlayer, der über die Funktion Bewegung zum Scrollen gebracht wird. Allerdings täuscht das. Das, was Sie hier im Moment im Hintergrund sehen, sind tatsächlich Videos. Und die zweite Quelle, die ich benutze, ist das freemusicarchive.org. Dieser Titel, Smoothie von Popoy, ich hoffe, man spricht den Künstlernamen so aus, ist dort veröffentlicht und noch eine Reihe weitere, die Sie in diesem Intro-Loop hören können. Und die stehen unter CC BY 4.0 Lizenz. Und damit kann ich sie in einem Open Educational Resources Podcast unter derselben Lizenz CC BY verwenden. Und jetzt im Moment, tatsächlich ziehe ich natürlich nicht von Spotify, das ist sowieso nur irreführend, sondern speise das Ganze als eine Mediendatei ein in einer Medienplaylist. Und wie das Ganze aussieht, würde ich Ihnen ganz gern mal zeigen, denn tatsächlich ist es eben ein Video, das hier dahinter liegt. Und das Ganze schauen wir uns mal an dieser Stelle an. Um ein Video so zu nutzen und so einzubauen, brauchen Sie erstmal einen Greenscreen. Und vor diesem Greenscreen, ich schalte jetzt mal die Musik auf, damit Sie hören, um was es geht. Das ist ein anderer Titel, der ebenfalls unter CC bei 4.0 Lizenz auf freemusicarchive.org veröffentlicht ist. Und während Sie jetzt schon im Hintergrund die Musik hören, können Sie dann einen Music Scroller integrieren. Und Sie sehen hier zwei Elemente, nämlich zum einen so eine pulsierende CD, ganz leicht. Das ist mit einem Shader realisiert, das ist eine transparente Grafik und dahinter läuft ein Textband, das im Wesentlichen genau die Einstellungen übernommen hat, wie sie von OBS Snip vorgelegt werden.
Und das Ganze zeichnen Sie einmal als Video auf, so dass Sie dann, also ohne mich jetzt und ohne die gesprochene Stimme von mir, so dass Sie dann einmal diese Spur, dieses Laufband haben, das tatsächlich mit einem grünen Hintergrund nur als Laufband fungiert. Dass ich Ihnen da keinen Bären aufbinde, keinen grünen, zeige ich Ihnen gleich, nämlich wenn man dann in den Titel zurückgeht, würde ich jetzt mal im Spotify-Loop den Filter ausschalten, den Chroma Key Filter, und dann sehen Sie, dass hier im Titel selbst tatsächlich das Video im Hintergrund läuft, dass Sie von dem Sie den Eindruck haben, dass das ein normales Spruchband sei. Hier wieder Call in the Old Times von Marco Rapphorst. Und damit, mit einer solchen Medienplaylist, also mit vielen kleinen Videos, die im Hintergrund laufen, können Sie erstens diese Loops immer wieder weiter individualisieren, aber Sie können natürlich auch immer wieder auf denselben Loop zurückgreifen und sind aber nicht abhängig davon, dass Sie noch drei oder vier andere Softwarelösungen im Hintergrund brauchen, die dann wiederum mit den Audioeinstellungen Ihres Systems konfligieren. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, die ich schalte jetzt mal den Chroma Key wieder auf, um tatsächlich so einen Intro-Loop zu realisieren. Ich lasse den Loop jetzt mal noch ein bisschen laufen und beende jetzt mal die Aufnahme für mich. Und Sie können mir in den Kommentaren mal hinterlassen, wie Sie den Loop finden. Und vielleicht setzen Sie es ja selber um. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr nützliches Tool, das man da einsetzen kann, um einfach einen bestimmten Vorlauf zu haben für den Livestream, für technische Tests. In diesem Sinne, auf ganz bald, Ihr Alexander. Ciao.